Einen schönen guten Abend. Ich denke, man hört mich jetzt. Falls das der Fall sein sollte, freue ich mich, wenn mal jemand Ja schreibt. So, dann werde ich mal die Webcam anmachen. Okay. So, okay. Ja, ich möchte etwas Jagged Alliance spielen. Warum habe ich jetzt hier den FOE-Ton einmal noch an? Damit ich sehe, dass es auch funktioniert. Dass der Ton durchkommt über das OBS-Studio. Ja, so. Okay, ich habe noch nicht so wirklich alles eingerichtet. Immer noch nicht. Ich hatte vorhin schon Probleme, dass bestimmte Dinge nicht funktioniert haben, wo ich das erste Mal live gehen wollte. Und ich hatte auch vergessen, wie das allzu oft so ist, den Spieltitel in Twitch umzustellen, so dass da schon wieder eine Verwirrung bei Josie im Stream entstanden ist. Ob ich jetzt denn als nächstes Forge of Empires spielen werde oder Jagged Alliance. Und dann musste ich auch nochmal ausmachen, weil bestimmte Sachen auch noch nicht korrekt eingestellt waren. Hier im OBS-Studio zum Beispiel der Chat, der war nicht an und sowas. Naja, müssen wir mal sehen. Also ist sowieso so ein bisschen die Frage, ob mir jetzt bei Jagged Alliance jemand zuschauen wird, aber ich habe einfach Lust, wieder Jagged Alliance weiterzuspielen. Und ich hätte jetzt mal so 2 Stunden Zeit dafür. Müssen wir mal auch gleich noch einen Wecker stellen für. Ach, jetzt fehlt mir. Ach nee, mein Handy ist hier, okay. Für FOE dann auch, für später. Ja, läuft schon, alles gut. Da muss ich dann gelegentlich mal reingucken. Aber grundsätzlich werde ich jetzt erstmal Jagged Alliance anmachen wollen. Und ich muss auch noch mal die. Also ich habe ja jetzt Kanalpunkte, das ist eine sehr coole Sache. Und ich hoffe, man kann die dann auch cool einsetzen. Das Problem ist jetzt nur, dass im Moment natürlich die Kanalpunkte gemischt sind mit denen von Forge of Empires. Deswegen habe ich da dann immer noch FOE vorgeschrieben. So, und jetzt habe ich sie deaktiviert. Okay, ich hoffe zumindest, dass ich sie deaktiviert habe. Guck nochmal drüber. Ja, sieht gut aus. Gut, das müssten eigentlich alle FOE-Punkte gewesen sein. Okay, gut. Ah, dann müsste ich wohl auch nochmal Discord abstellen, weil das sonst hier rumpingt. Stelle ich dann später wieder an. Nach FOE, nach dem FOE-Stream. Dann so gegen halb eins oder so. Mal gucken. Ja, gut. Aber ich glaube, jetzt habe ich's. So, dann müsste ich hier noch mal ein paar Sachen beenden, schließen, was ich hier noch an Fenstern offen habe. Das kann auch weg. Das lasse ich offen. Sehr schön, sehr schön. Okay, ich glaube, ich bin soweit. Ich glaube, ich bin soweit. Okay. So, dann werde ich mal wieder The Game starten. The Game.
Und ich bin auf jeden Fall gerade wieder ziemlich heiß drauf, weiterzuspielen. Ach so, und mein Handy muss so ein bisschen mein Ah ja, the game. Ich muss nochmal stoppen. Ich muss den Monitor noch wechseln, sonst seht ihr nämlich gar nichts. Und ach, und den Chat auch nach links schieben, damit ich auch lesen kann, falls ihr was schreibt. Chat nach links, dann könnt das nach rechts. Und wobei, der andere Chat ist ja hier. Ich hoffe, der zeigt was an, aber sieht im Moment nicht so aus. Ach doch, der zeigt auch was an. Gut, dann lasse ich den da und ich schieb mir das hier hin. So, und dann müsste das so passen. Und ich muss mir. Nein, ach. Ach Leute, wenn man hier gerade noch das Setup macht, wenn man gerade noch das Setup macht. So, okay. Gut, jetzt aber. Okay. So. Ich glaube, ich muss mir mein iPad rüberholen, damit ich auch ein bisschen was machen kann. Hallo, Diamantrex. Hallo, Diamantrex. Hört man mich gut? Sieht man mich gut? So, und jetzt. Der Monitor noch, mein Hauptmonitor. Kommt noch mal ein kleines Flackern. So, jetzt aber. Und dann muss ich jetzt noch kurz was holen? Ach je. Und noch mal aus. Noch mal aus, weil es so viel Spaß macht. So, jetzt noch mal an. Okay, jetzt sehe ich auch euren Chat auf der Seite. Okay, nee, das wäre jetzt so blöd gewesen, hätte ich nämlich gar nichts lesen können. Okay, genau, also ich möchte, wie gesagt, Jagged Alliance 2, 1.13 spielen. 1.13, 1.13 spielen, weiterspielen. Und da habe ich ja als letztes. Eieieiei. Jetzt wird es aber auch schwierig. Weil ich war doch nicht in Grum. Ich denke mal, das hier müsste die Aufnahme gewesen sein. Chris Stream. Ja, vielleicht. Vielleicht. Das ist auch ein bisschen eindeutig. Muss man nur mal hinlesen. So. Ja, ich hoffe, ihr hört auch den Spielton. Die Musik habe ich ja ausgemacht, weil es da mal Probleme gibt, urheberrechtsmäßig, bei einem dieser Songs, die da abgespielt werden. Von daher müsst ihr nur mit meiner Stimme vorlieb nehmen. Aber für mich ist es kein Problem. Okay. So. Gut, also man sieht jetzt hier auch recht wenig, weil ich im Rebellenlager bin. Das ist ein unterirdischer Sektor. Das ist hier, deswegen hat der so ein bisschen Farbe. Ja, man kann hier jetzt auch auf die Oberfläche gehen. Das ist die Karte und das ist der unterirdische Sektor des Rebellenlagers. Und ich glaube, ich hatte noch nicht mit den verschiedenen Leuten gesprochen, als ich beim letzten Mal gespielt habe. Deswegen werde ich das jetzt nachholen.
Danke dir, Mantrix. Ich bin mir ziemlich sicher, dein Stimmchen ist auch sexy. So. Mit wem wollen wir denn reden? Achso, die haben mich erstmal angeblafft. Das stimmt. Angeblafft haben sie mich schon mal. Warum ich denn hier bin. Und sind jetzt aber davon überzeugt, dass ich ihnen helfen will, weil ich nämlich im Auftrag vom Enrico Schibaldori komme, der halt die Rebellen unterstützen möchte hier in Ja. im schönen na egal na wie heißt denn das Land? Arulco? Arulco, glaube ich, genau. Hallo Tyrawal. Findest du, die Charaktere sehen mega aus? Ja, genau, von OnlyFans kennen wir uns ja. Da haben wir ja uns gegenseitig abonniert, ne? So, und da werde ich mit Chris, mit meinem Hauptcharakter, jetzt erstmal mit allen sprechen, die hier irgendwie einen Namen haben. Und mal gucken, ob die mir noch so was zu sagen haben. Kinder und Leute von Omerta haben Hoffnungen in dich gesetzt. Wir wünschen dir bestes Glück. Nee, die Nordland-Trilogie kenne ich nicht. Ich bin vielbeschäftigte Frau. Okay, sehr gut. Also sie hat genug mit mir geredet. Wirklich schade, dass Sie nie erlebt haben, Arulko in seiner Hochzeit. In der Hochzeit und nicht in der Hochzeit. Aber Wirklich schade, dass Sie das hat er schon mal gesagt. Und jetzt werde ich immer fragen, ob ich ihn Im rekrutieren darf. Moment, das ist nicht die richtige Lösung. Mag er nicht, Ich schade. kann auf Eira verzichten. Sie lernen schnell und kennen den Pater gut. Ich glaube, er hat außerdem ein Auge auf Sie geworfen. Okay, also er kann auf Ira verzichten. Jetzt müssen wir schauen. Sie hier ist Ira, dann gehen wir erstmal zu Ira und sprechen mal mit Ira. Hi, ich bin Ira. Ich bin vor 5 Jahren nach Arulko gekommen, im Rahmen eines humanitären Hilfsprogramms. Ich habe aber bald festgestellt, hier ist nur eines nötig: Hilfe gegen Daedranna, mit welchen Mitteln auch immer. Miguels Rebellen sind schon fast 20 Jahre zusammen. Sie sind vertrauenswürdig und loyal. Sie werden sie als einer von ihnen akzeptieren, solange sie nichts verkehrt machen. Oh, das klingt ja ein bisschen gefährlich. Die Leute haben vergessen, was Freiheit ist. So, jetzt frage ich Sie aber, ob ich Sie rekrutieren darf. Weil es ist ja nicht schlecht, wenn man noch ein paar mehr Leute hat in seinem Team. Und vielleicht hat sie ja was drauf. Gut, ich könnte von Nutzen sein, wenn es um das Land und die Leute geht. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin kein Profi, so wie Sie. Ich kann nicht so gut schießen. Bei Miguel habe ich mich um die Verletzten gekümmert und Wache geschoben. Los geht's, ich zeige den Weg. Nein, nein, Ira, nicht so voreilig. Ach, Ira, die möchte immer gleich wieder weg. Wenn man das Spiel lange nicht gespielt hat, dann vergisst man sowas natürlich. Aber ich möchte nicht gleich wieder weg. Ich wollte noch mit den anderen Leuten sprechen. Das ist ja auch das Schöne, dass die Charaktere hier alle so nett sind. Ja, ich sein Wache, das kann ich am besten. Ich bei Miguel bleiben, er müssen entscheiden. Okay, Miguel hat noch nicht entschieden. Ich kann ihn noch mal fragen. Im Moment, das ist nicht die richtige Lösung. Okay. Und dann gibt es hier noch den Carlos als Was Named ich können Character. für Sie tun? Unsere Leute leiden von Hunger, müssen etwas tun. So, wir können nicht machen weiter, ohne noch mehr Verlust von Menschenleben. Wir sind dankbar, dass Sie anwesend hier. Jetzt nicht seine richtige Zeit. Ich werde gebraucht in Omerta. Okay, sehr schön. Und ich glaube, alle anderen hier haben keinen Namen. Mit denen kann man zwar reden, aber die geben dann keinen Ton aus, sondern nur so einen generischen Text. Wir kämpfen zusammen für unsere Freiheit. Alles klar. Genau, aber ich werde trotzdem nochmal die Schränke aufmachen, beziehungsweise den einen Schrank, weil manchmal
Nichts. Man noch was, aber das ist hier nicht der Fall. Gut, mehr Schränke sind ja gar nicht. Aber wir haben wieder noch einen weiteren Söldner gewonnen für unseren Kampf hier in Arulco, für den Befreiungskampf. Und ich werde mir gleich mal anschauen, was denn die Abra so drauf hat. Das gucke ich in meinem Laptop mir an. Da ist mein Personal auch drin und da gibt es dann auch immer noch ein paar Zusatzinformationen. Und da sehen wir, dass die Ira Ausbilderin ist. Und sie kann Milizen schneller generieren und auch Söldner ausbilden. Ja, und Sanitäterin ist sie auch. Also sie kann auch ganz gut Wunden versorgen. Was ihre anderen Fertigkeiten angeht, ist es ein bisschen Mauer. Also wo ist denn jetzt die Treffsicherheit? 55 ist jetzt nicht besonders viel, aber sie ist jetzt auch nicht die dümmste. Sie hat relativ viel Weisheit und das ist immer gut bei Söldnern, weil wenn die viel Weisheit haben, dann lernen die zumindest die unteren Fähigkeiten hier sehr, sehr schnell. Und unter anderem auch die Treffsicherheit. Die geht dann doch schnell hoch. Was hat sie denn im Inventar? Sie hat einen Sanitätskasten. Das ist gut, aber ich brauche trotzdem noch auch ein Erste-Hilfe-Kit für die Grundversorgung. Das habe ich, glaube ich, noch nicht. Doch, hier. Chris hat ein Erste-Hilfe-Kit. Gut. Okay. Und das Logbuch sagt jetzt, die Rebellen brauchen Nahrungsmittel aus Drassen und das wäre jetzt meine erste Mission, die ich angehen werde. Und zwar werde ich mit meinem neuen Trupp hier, mit inklusive Ira, die jetzt neu dazugekommen ist, nach Drassen reisen. Das ist hier der nächste Ort. Und Stream Elements haut jetzt generisch Dinge raus. Sehr schön, es klappt. Diamantrek, sag doch mal, was die Nordland-Trilogie ist. Also das sagt mir ehrlich gesagt nichts. Oder ist das irgendwas bei OnlyFans? Genau, und da werde ich mich jetzt auf den Weg machen mit meinem Team und hier rüber wandern nach Drassen. Alle sind noch wohlauf. Also man kann hier, es gibt hier einen Energiebalken, der ist jetzt am Moment noch voll und der müsste bei allen auch voll sein am Anfang. Okay, die Nordland-Trilogie ist eben die Nordland-Trilogie. Na gut, da müsste ich mich dann informieren, um mehr rauszufinden. Also mal nachlesen. Okay, gut, ich werde jetzt hier nach Drassen meinen Kurs setzen, da ja jetzt alle fit sind noch. Toll. Brauchen sie nicht übernachten, sondern wir ziehen einfach los. Und jetzt sieht man hier an dem Pfeil, dass sie jetzt eher nach unten gehen werden und dann über diese drei Landsektoren quasi. Ich überlege, ob ich lieber doch bei jedem Sektor mal Halt mache. Ich mache mal doch bei jedem Sektor Halt. Das Gute ist, dass auf diesen Landsektoren halt auch manchmal was zu finden ist. Und wenn ich das so sage, dann gehe ich auch nochmal nach Umerta runter und gucke nochmal durch Umerta, weil da ist, glaube ich, auch noch was zu finden. Ja. So. Ah, wie Dungeon Siege, okay. Alright. Oder DSA. Ja, Hierher! Ha, schon was gefunden. Also, wie ihr seht, Jagged Alliance ist auch schon ein bisschen älter. Das ist von 1999. Yahoo! Ich habe das ja schon mal so ein bisschen gestreamt und auch schon ein bisschen drüber geredet, dass das ein Spiel ist, was ich oft Alright. angefangen, aber nie beendet habe. Was kann das sein? Ich weiß gar nicht, wem ich jetzt hier das Wurfmesser anvertrauen kann, wenn ich da eins finde. Ich glaube, ich steck's mir einfach erstmal nur ein. Ich hab's. Jetzt hat's erstmal Grizzly in seiner Tasche. Und Grizzly kann vielleicht auch den Stein mitnehmen. Ja. So, und ich glaube, hier oben in der Truhe war auch noch ich was hab's. Zu finden. Nee, nicht werfen, den sollst du dir einstecken, Grizzly. Inzwischen. Okay, jetzt müssen wir mal kurz
Ich will für Sie hoffen, dass Sie gute Neuigkeiten haben. Entschuldigt mein Eindringen, Eure Hoheit, aber eine unserer nördlichen Patrouillen ist überfallen worden. Elliot, Sie Schwachkopf. Wir haben die Rebellen in Omerta vernichtet. Was hat das zu bedeuten? Wie wir gehört haben, Eure Majestät, scheinen die Rebellen eine Art von Einsatzkommando von außen zu haben. Wir vermuten, dass sie mit dem Hubschrauber angekommen sind, den wir vorhin entdeckt haben. Einsatzkommandos? Was für Einsatzkommandos? Und woher? Sie könnten angeheuerte Söldner sein, Eure Hoheit. Es waren nicht viele. Was? Woher haben die Rebellen das Geld, Söldner zu rekrutieren? Aber egal, ich will ihre Leichen zur Untersuchung haben. Die Rebellen scheinen den Überraschungseffekt zu ihrem Vorteil genutzt zu haben, meine Herrin. Sie haben uns geschlagen. Besiegt? Wir? Schicken Sie sofort meine Truppen dorthin. Ja, Eure Hoheit. Ja, also wir werden immer so kleine Zwischenblenden sehen, wo ja. Die Herrscherin des Landes, nämlich die Frau von Enrico Chivaldori. Ich hab's. Ach, der hat keinen Platz für den Stein. Mein Gott. In seinem Inventar ist kein Platz für einen Stein. Hosentasche, Grizzly? Ja. Hosentasche? Genau, da kriegt man immer so Einspieler, wenn man fortschreitet durch die Kampagne im Spiel. Und sie regt sich halt immer furchtbar auf und Elliot ist halt ja. Ihr Kundschafter sozusagen. Und der redet dann oder klärt sie dann auf, was passiert ist. Und sie ist meistens wenig begeistert, weil natürlich diese Einspieler dann kommen. Alright. Wenn ich wieder im Spiel vorangekommen bin und ihr irgendwas weggenommen habe. Ja. Und das Spiel möchte ja auch, dass ich ihr möglichst viel wegnehme. Weil wir ja hier dieses Land befreien sollen von ihrer tyrannischen Herrschaft. Nichts. Na, Magazine sind doch gar nicht so schlecht. Ich hab's. Okay, die kann er auch noch aufnehmen. 45er Magazin und da müssen wir gleich mal gucken. Ja. Ob das 45er jemand brauchen kann, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich streame leider zu selten Jagged Alliance. Ja. Ich glaube, die Truhe ist verschlossen. Nö, ist sie nicht. Ich hab's. Ist sie nicht. Und noch ein Midi-Pack, das ist doch hervorragend. Hervorragend. So. Hier. Und Chris, dich schicke ich immer hier zum Looten in dieses Haus. Bin bereit. Foxy Fox geht hier hin und Ira. Ich weiß nicht, ob die Anspielung da. Ich glaube, sie kommt tatsächlich auch aus Irland und ihr Name ist IAA. Und sie arbeitet bei Rebellen. Ich glaube, das ist schon ein Gag. Ja. Ja klar, ihr Name ist Ira und nicht IAA, aber der wird halt genauso geschrieben. So, und ich glaube, mehr ist hier kaum mehr zu finden, aber ich werde trotzdem nochmal in alle Häuschen reingucken. Ja, da ist nichts mehr. Hier noch in den hinteren Raum, Fox. Vielleicht ist da noch was. Nein. Da ist nichts mehr. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt mal nochmal in die taktische Ansicht und gucke, ob denn irgendjemand von meinen Söldnern ein 45er Magazin brauchen kann. Das ist auch 9x19 mm. Das teilt sie sich mit Grizzly. Okay, dann kriegt sie mal noch ein Magazin vom Grizzly. Und
die 45er. Sie hat hier so einen Revolver, 38er Special, mit Revolverholster. Ach, tatsächlich ist das Munition für die Waffe von Trevor. Das ist doch gut. Es ist nun gerade nicht kompatibel, weil hier noch das andere Magazin drin ist. Deswegen werden wir das mal eben umkonvertieren. Das ist natürlich ein Pistolenmagazin gewesen und für seine MG oder sein krudes Gewehr hier eine eher einfache vollautomatische Maschinenpistole aus Down Under, also aus Australien. Sehr schön. Und er ist ja auch Australier, von daher bringt er seine australische Maschinenpistole mit. Sieht gar nicht so aus wie eine Pistole, aber wenn das da steht, dann wird es wohl so sein. Sehr schön. Und dann haben wir die auch an den Mann gebracht, das 45er Magazin. Das muss ich mal überlegen. Ob es günstiger ist, in einem Rutsch durchzulaufen oder ob es günstiger ist, Stück für Stück zu laufen oder ob es eigentlich egal ist. Ich brauche 6 Stunden 11. Nee, das addiert sich ja auch auf. Nee, ich glaube, das geht schon. Ich würde lieber eher mal in jedem Sektor kurz Halt machen, weil manchmal findet man da ja auch noch Gegenstände. Wie so ein Stein zum Beispiel. Äußerst nützlich. Tatsächlich ist es ganz okay. Also man kann mit dem Stein halt Leute ablenken und in die falsche Richtung schicken. Also die gegnerischen Söldner, wenn man dann wieder auf sie trifft. Und das werden wir bestimmt noch. Jetzt muss ich mal wieder kurz bei... Ach. Nee, muss ich nicht. Muss man meinen Timer neu justieren. Den leider falsch eingestellt. So. Hey, Kumpel. Die Ochsentür ist vorüber. So, wir sind im nächsten Sektor. Da ist kein Gegner. Und sonst ist es ein wenig beeindruckender Sektor. Hier gibt es keine Häuser, kein Nix. Okay. Dann wäre das, glaube ich, schon erkundet. Dann gehe ich zum nächsten Sektor. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Und da sind sie. Ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Sehr schön. Dann wähle ich mal einen Kampf gegen die nächste Truppe. Es sind insgesamt 7 Gegner in Angriff nehmen. Und ich werde meine Leute hier oben bei den Steinen positionieren. Auch alle relativ nah beieinander. Wer ist es jetzt hier unten? Das ist jetzt Ira. Moment, da muss ich nochmal gucken. Nach unten kann alleine eher Trevor, denke ich, weil er einfach mal guter Schütze ist. Die Ira schicken wir eher dahin. So. Genau, dann lasse ich das erstmal so. Und dann gehe ich auf die Karte. Erstmal passiert gar nichts, yep. Weil die Gegner mich noch nicht entdeckt haben. Jetzt muss ich mal kurz mein Zettelchen wieder rausholen. Da kann ich immer noch Danke an Mörges sagen. Habe ich beim letzten Mal schon gemacht. Alt-Z. Oh nein, ich habe ein Problem. Alt-Z hat anscheinend noch einen anderen Hotkey. GeForce Experience. Und das Problem ist, dass der Fortschritt, dass sich Jagged Alliance an der Stelle immer aufhängt. Wenn man rauskommt aus dem Spiel. Und dadurch hat sich jetzt mein Spielfortschritt aufgehängt. Ach, ich hasse es. So ist es bei alten Spielen. So ist es, oder kann das sein, bei alten Spielen? Jetzt muss ich mal gucken.
dass ich das Spiel irgendwie abgeschossen kriege. Ach, Mann, ey, ist das ärgerlich. Vor allem ist es halt so blöd. Es stürzt halt so blöd ab, dass es mir nicht mal den Taskmanager zeigt oder irgendwas. Und der liegt hinterm Spiel. Ach Mann. Na, mal gucken, ob ich das irgendwie wieder gefixt kriege. So, ich glaube, jetzt bin ich erstmal auf einem normalen Bildschirm gelandet. Da ist der Task Manager. Okay. So. Okay, es ist auch aus. Das Blöde ist, dass halt jetzt der Spielfortschritt verloren ist. Gut. Dann werden wir das jetzt mal ein bisschen abkürzen, das Ganze. Und nochmal wiederholen, weil es so viel Spaß macht. Und ich habe wieder vergessen, den Chat zu öffnen, dass ich auch was sehen kann, wenn ihr was geschrieben habt. Okay, so. Gut. Nochmal das Ganze. Dabei müsste ich nur mal STRG und S drücken zwischendurch, um mehr zu speichern. Gut, ich weiß ja jetzt, was ich zu tun habe. Ich gehe zu Ira. Hi, ich bin Ira. Rekrutiere sie. Ich kann nicht so gut schießen. Hier unten ist ja nichts mehr in dem Schrank. Dann gehen wir alle hoch. Ansonsten. Bin bereit. Ja. Mache ich hier die Kisten auf. In dem einen. Also der Inhalt der Kisten ist immer ein anderer. Aber bei diesem Mal ist es tatsächlich dasselbe. Bin bereit. Dann kann ich das gleich hier aufteilen. Fox nimmt sich das 9x19. Und Trevor. Ja. Das 45er. Ich hab's. Steckt es mal in sein Maschinengewehr und hat es umkonvertiert. Ja, ja. Das kann man hier außerhalb des normalen Spiels quasi machen. Oder des rundenbasierten Spiels kann man das machen. Mit dem Umkonvertieren, beziehungsweise sollte man das auch machen mit dem Umkonvertieren, weil jedes Mal, wenn man das innerhalb des normalen, regulären, rundenbasierten Moduses macht, wo man kämpft, kostet das halt Actionpunkte und das nicht zu wenig. Ja. So, schicke ich hier jeden zu einem Haus. Mein Trevor hat das hier oben schon aufgeklärt. Ich glaube, da geht eh schon Fox hin. Ja. So, hier müsste der Stein liegen. Hierher! Sehr schön. Ja. Okay, Chris. Trevor, gehst du hier rein? Da ist das blutige Wurfmesser. Nimm du es einfach diesmal, würde ich sagen. Ich hab's. Ach, der hat eh schon ein Wurfmesser. Ein zweites noch. Ja, ist egal. Soll er behalten. Hier. Verstanden. Soll er erstmal behalten. Ist gut.
So, da ist nichts mehr. Da hatte ich eh schon alles. So, okay. Hier. Dann in der Kiste ist noch was. Hey. Und zwar Feldflaschen und hier ist noch ein Medipack. Hier ist es. Gut. Die teilen wir jetzt nochmal im taktischen Modus auf. Das ist dann, glaube ich, eh ein bisschen angenehmer. Möglichst sollte immer jeder eine Feldflasche dabei haben, weil nämlich die Aktionspunkte damit wieder aufgefüllt werden können. Also die Energie, nicht die Aktionspunkte. Die Energie kann damit wieder aufgefüllt werden. Und den Stein steckt sich jetzt jemand, steckt sich Ira ein, weil Ira hat noch, kann ihre Munition auch in den Revolverholster mit reinmachen. Gut, dann haben wir noch genug Platz. Und dann ist das Ganze eigentlich schon aufgeholt. Toll. Jetzt haben wir hier nochmal das Gespräch. Kann ich auch noch schnell durchklicken. Ich will für... Entschuldigt mein Eindruck. Elliot. Einsatzkommando. Sie könnten angeheuert... Was? Die Rep... Besiegt? Ja, eure Ho... So, okay. Haben wir das? Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. Das machen wir auch, Fox. Gehen wir zum Sektor. Verteilen wieder die Leute. Ich stelle Trevor nach unten. Die anderen verteile ich eher oben. Sehr schön. Und jetzt speichere ich. Und so haben wir den Spielfortschritt von recht viel Zeit in ganz kurz wieder aufgeholt. So, was ich eigentlich machen wollte, yep, ist alle in den Stealth-Modus schicken. Und das ist anscheinend doppelt belegt mit diesem anderen Hotkey. Und ja, das war jetzt gerade das Problem. Damit die sich leise bewegen. Und ich will alle auch noch ducken. Ja. Bin bereit? Yep. Hier. Yep. So, jetzt sind alle geduckt. So, wir wissen ja, hier sind 7 Gegner auf der Karte. Wir wissen allerdings nicht, wo. So, und deswegen werde ich jetzt hier mal langsam vorgehen. Ich glaube, Chris hat ein Fernrohr. Hier. Chris hat ein Fernrohr, genau. So, dann werde ich mit Chris mal hinter diese Steine gehen. Ira bleibt ein bisschen zurückversetzt. Ira werde ich im direkten Kampf sowieso nicht so viel beteiligen. Oh. Das sollte Fox eigentlich gehen. Bin bereit. Weil Ira, wie gesagt, nicht so die gute Schützin ist. Und die wird auch eher erstmal unsere Sanitäterin sein und unsere Ausbilderin für Milizen. So, jetzt gehe ich noch mit Chris hinter den Stein und dann schaue ich mal, was er so sieht. Wenn ich mit dem Fernrohr so rumgucke, da habe ich jetzt auch leider wieder den, ich glaube, Ende. Ja. Ende ist das Sichtfeld, was er hat mit dem Fernrohr. Jetzt im Moment. Dann schaue ich nochmal nach unten. Okay, da ist erstmal keiner. Das heißt, ich kann erstmal weiter vorgehen. Ja. Dann würde ich mit Trevor hier Chris erstmal weiter vorgehen, die anderen hinter den Steinen. Ja. Diese Steine so hinterziehen. Hier. So, Chris, schau nochmal Richtung Weg. Also, die sind auch meistens stehen sie dann also am Weg eher.
Okay. Jetzt hat der Söldnerspielzug begonnen. Anscheinend hat mich ein Söldner gesehen. Und deswegen kommt jetzt diese Unterbrechung, beziehungsweise dieser der Spielzug für die Söldner, dass die gerade dran sind. Die Söldner von Dead Runner, hier. Natürlich. Ich gehe einfach hier mal. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Okay. Genau, ich gehe einfach mal in Deckung, dachte ich mir. Und ich glaube, an der Position dürfte Chris auch ganz gut sitzen oder stehen, hocken, da er sehr hinter dem Stein sich befindet. Ich weiß auch nicht, ob die anderen mich jetzt schon gesehen haben oder nicht. Sie sehen jetzt noch nicht besonders alarmiert aus. Sie haben auch ihre Waffen noch nicht gezogen. Das muss aber nicht unbedingt was heißen. Yep. Mit allen anderen ja. Würde ich jetzt so ein Stück weit weiter vorziehen. Das werde ich jetzt aber doch im Laufen machen. Bin bereit. Weil es sonst zu lange dauert, wenn ich sie vorziehen möchte. Toll. Die sind jetzt eh noch so weit weg von den Gegnern, dass da noch nicht wirklich was passieren kann. Okay, mit Trevor werde ich nicht rennen, sondern bewege mich mal langsamer hier unten lang. Ich weiß ja nicht, ob hier vielleicht auch noch welche sind am Weg. So, und Ira, wo ist meine Ira? Da ist meine Ira. Auch Ira wird ein Stück weit vorgehen. Und dann beende ich die Runde und dann schaue ich mal, ob die jetzt anfangen rumzuwuseln. Oh ja, sie kommen schon näher. Ja, ich glaube, sie haben mich bemerkt. Ich denke schon, dass sie mich bemerkt haben. Hier. Ich weiß zwar nicht genau, warum. Aber dann ist es eben so. So, die haben auch alle irgendwie Titel, Hauptgefreiter. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was das bedeutet. Ich glaube, das gelbe Hemdchen, was sie anhaben, bedeutet, dass sie jetzt nicht so die allerstärksten Gegner sind. So, die Unterbrechung kann ich mir hier aber auch sparen. Das werde ich jetzt mal weiter laufen lassen. Hier. Ich versuche mal Alt-S und ich hoffe es... Nee, ich versuche erstmal SRG-S und speichere. Und versuche dann mal kurz Alt-S, weil das ist, glaube ich, schnell speichern. Ja, es funktioniert. Okay, gut, dann kann ich zumindest schnell speichern machen, wenn auch nicht Alt-Z. Bin bereit. Okay, der kommt jetzt auf jeden Fall deutlich näher. Yeah. Und da müsste ich jetzt, glaube ich, was unternehmen gegen ihn. Weil sonst fängt er langsam an, was gegen mich zu unternehmen. Yep. Mit Ira renne ich vielleicht mal doch mal eher nach oben, hinter diese Steine da. Wer ist denn hier? Er ist auch nicht so der Superschütze, oder? Treffsicherheit 79, sie hat 69. Na, wenn das mal nicht wieder eine Anspielung ist. Ja. So. Okay, er ist noch nicht im Sichtfeld. Noch nicht wirklich gefährlich. Yep. Okay, und ansonsten scheinen die doch alle weiter hinten zu sein, weil ich habe ja jetzt immerhin schon mal 5 Leute gesehen. Und ich denke mal, dann sind sie doch alle wirklich weiter hinten. Dann würde ich mit Trevor jetzt bis hier rennen. Noch drehen und wieder runter. Und... Yeah. Chris wird dann die glorreiche Aufgabe zu Teil kommen, dass er das erste Blut vergießt. Dann können wir auch den Stealth-Modus deaktivieren. Beziehungsweise den ersten Ton, den ersten Pieps macht. Das ist ja immer noch die Frage, ob er jetzt auch tatsächlich trifft. Aber er ist jetzt kein schlechter Schütze mit 80.
hat er, glaube ich, eine ganz gute Chance, insbesondere wenn ich auf den Torso, also auf den Körper schieße, dass er den auch trifft, den Gegner. Aber leider ist dem nicht so. Ging hier hinten nieder, der Schuss. Ich gebe ihm noch eine Chance. Der trifft, das ist gut. Und gehe in Deckung. Ach, er kann auch aus der Deckung heraus schießen. Der guckt anscheinend am Stein vorbei auf ihn. Aber dass er jetzt getroffen ist, ist auf jeden Fall schon mal gut. Das bedeutet nämlich, dass er jetzt erstmal Aktionspunkte verloren hat und wahrscheinlich jetzt in dieser Runde nichts mehr machen kann. Oder nicht mehr viel. Bisschen bewegen kann er sich noch. Aber schießen nicht. So, jetzt werden die anderen natürlich definitiv kommen. Hier. Das habe ich allerdings nicht gesehen, weil Chris jetzt im Liegen war und nicht über den Stein hinüber gucken konnte. Deswegen haben wir die Aktion der anderen nicht gesehen. Ich schaue mal, ob ich vielleicht mit Grizzly noch einen Schuss auf den Rotschopf abgeben kann. Bevor ich mich... Oh, hervorragend, Grizzly. Hinter dem Stein verkrieche. Gut, dann werde ich mit Chris mal wieder den Kopf hochnehmen, um zu gucken... Verdammter Mist! Okay, da ist auch einer, der ist jetzt kritisch. Der muss wieder aufstehen. Ach na, wenn der einen Schuss abgibt, dann trifft er bestimmt nicht. Ich würde jetzt direkt mal den nächsten angehen mit Chris. Leider nicht getroffen. Aber mit Chris gehe ich auch in Deckung, weil dazu ist er mir dann doch zu nah, um das Ganze jetzt ganz ungeschützt machen zu wollen. Und Trevor sieht auch jemanden. Und das ist tatsächlich der da oben. Ja, auf den will ich jetzt aber nicht so wirklich schießen. Nee. Die Actionpunkte spare ich mir. Und mit Ira ohne Stealth-Modus, weil jetzt bin ich gehört worden. So, ne. Sie sieht ihn nicht. Und ich hoffe, das gilt auch umgedreht. Bin bereit. Toll. So. Nächste Runde. Immer schön speichern, bevor es abstürzt. Ja. So, er steht nur auf. Das ist alles, was er noch kann. Und Trevor bekommt eine Unterbrechung für diesen Gegner. Ach, er kann mit seiner Maschinenpistole nicht mal zielen. Das ist ja voll doof. Voll das doofe Gerät. Ja, aber ich werde jetzt trotzdem einfach mal einen Feuerstoß auf ihn abgeben. Von 3 Kugeln. Und dann wird er sich vielleicht ein bisschen wegducken. Ja, er hat sich tatsächlich geduckt. Und dadurch hat er natürlich jetzt auch wieder Actionpunkte verloren und kann jetzt in dieser Runde oder in dieser Unterbrechung, ich glaube in dieser kompletten Runde für ihn nicht mehr wirklich viel machen. Ja. Ein bisschen vorrennen konnte er noch. Und jetzt hat Grizzly eine Unterbrechung bekommen. Nee, Grizzly hat zu wenig Actionpunkte. Mit 24 kann man da nicht viel mehr erreichen. Ich würde Grizzly eher jetzt in der nächsten Runde versuchen lassen, mal den anderen hier anzugehen. Okay, die Unterbrechung lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Der ist eh zu weit weg. Ja. Passiert nicht viel. Auch für Grizzly. Ja. Und jetzt ist die Runde um und ich bin dran.
Und ich würde mit Grizzly eher versuchen, den hier jetzt aus dem Spiel zu nehmen. Einer weniger. Sehr schön gemacht, Grizzly. Bin bereit. Okay, und Fox lasse ich hier hinter den Stein rennen. Und dann ist sie vielleicht, ja, ist sie auch, in einer ganz guten Position für die nächste Runde, wo sie dann hier auf den schießen kann. Könnte sie auch jetzt noch. Aber da würde ich erstmal zu Chris wechseln und mit Chris, ja, das ist halt die Frage, mit wem ich, wenn ich mit Chris angreife, den hier oder den. Dann wechsle ich nochmal zu Trevor. Für Trevor nochmal eine Dreiersalve hier auf den hier ausführen lassen. Die gingen jetzt alle zu tief, aber die Richtung hat gestimmt auf jeden Fall. Hier. Nee, ich würde mit Chris mal hochgucken und eher den hier noch angehen. Weil der ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg und die beiden sind eigentlich ganz gut versteckt hinter den Steinen. Verdammter Mist! Schade, Chris. Das wäre jetzt eigentlich nicht so ganz unwichtig gewesen. Ich würde noch einen zweiten Schuss versuchen. Super. Und wieder in Deckung. Bin bereit. So, Fox. Nö, du gehst jetzt runter. Ah, sie kann sich da nicht hinlegen, weil der Felsen im Weg ist. Naja, dann versuchen wir es nochmal. Wow. Schlaf schön. Kopfschuss. So, sehr schön, sehr schön. Grizzly war am Zug, der hat den hier ausgenockt. Ira hat nichts gemacht. Die bleibt jetzt hier oben als Support für Fox. Und alle anderen waren dran. Ja. Okay, dann hätten wir schon drei erledigt. Wenn ich... Oder erst zwei? Ne, zwei erst. Zwei. Hier. Zwei von sieben. Fünf sind noch übrig. Logischerweise. So, ich würde jetzt trotzdem mal so ein bisschen gucken mit Chris erstmal. Er sieht die Gegner nicht dort. Würde ich mal auch nochmal nach unten gucken. Ja, auch da sind sie nicht. Aber das ist schon mal ganz gut, weil dann würde ich mich mit Trevor ein Stück vorwagen. Gut, kann ich jetzt noch auf ihn schießen? Ja, kann ich noch versuchen. Trifft nicht, aber... Verdammter Mist! Ein bisschen... Ja. Bin bereit. Besorgt sollte es ihn haben. Ja. Das ist auch wichtig, weil die Gegner hier haben auch tatsächlich Angst. Also... Insbesondere die leichteren, also jetzt solche wie zum Beispiel die mit den gelben, mit der gelben Kleidung. Nee, das mache ich nicht mehr. Genau, und wenn sie Angst haben, dann hauen sie eher ab oder machen eher gar nichts oder sowas. Ja, das war jetzt vielleicht so ein bisschen der Versuch abzuhauen. Ja. Hier. Okay. Yep. Jetzt würde ich mal versuchen mit Trevor. Sah eigentlich ganz gut aus, aber gingen alle daneben. So, duckt er sich ab. Hier. Chris guckt nochmal.
Aber dieses Mal nur in die Richtung. Nichts zu sehen. Und wenn ich ihn nicht bewegt habe, dann müsste es auch noch reichen für einen Schuss. Aber der geht leider auch daneben. Der Soldat zittert vor Angst. Bin mir nicht sicher, ob das der jetzt war, der gemeint ist, oder ein anderer, an dem es vielleicht vorbeiging. Die Kugel, die vielleicht vorbeiging. Hier. Okay. Bin bereit. So, der will ja nicht mit uns spielen hier. Der hat ja zu viel Angst. Hier. Tja. Gut. Super. Super. Ja. Der wäre jetzt aus dem Spiel und mit Grizzly renne ich jetzt mal ein Stück weiter vor. Geh in Deckung. Und den Rest werde ich erstmal so lassen. Ja. Gut. Hier. Wenn sich jetzt hier nichts tut, werde ich Chris nochmal in die gucken lassen. Also 4 müssten noch übrig sein. Und ich habe definitiv auch schon welche gesehen, die hier so rumgewuselt sind. Die sich jetzt aber eher zurückhalten. Ja. Da sind die Verbrecher. Und da ist einer. Der kommt auf uns zu. Die Unterbrechung nutzen wir mal. Die gehen aber leider alle an ihm vorbei, die Kugeln. Ich könnte nochmal versuchen. Man sieht immer noch, wo die Kugeln einschlagen. Das ist manchmal ganz praktisch. Manchmal treffen nämlich die Kugeln auch andere Gegner, die man eigentlich gar nicht beschossen hat. Sehr gut. Ja. Der wäre erstmal gestoppt, würde ich sagen. Gut. Noch 3. Ja. Gut, und die 3 scheinen jetzt eher weiter hinten zu sein. Ja. Denn jetzt bin ich aus dem rundenbasierten Modus auch schon raus. Quick Save. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Sehr freundlich von ihm, dass er in Reichweite gekommen ist. Aber die lassen sich auch nicht beirren, ehrlich gesagt. Finde ich schon ein bisschen verrückt. Warum lädt es jetzt so lange? Das scheint so, als hätten sie Verstärkung bekommen. Hier. Ja, haben sie auch. Jetzt habe ich nicht mehr nur 4 Gegner, sondern 5, 6, 7, 8. Nochmal 8. So, jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, von wo sie die Verstärkung kommt, weil wenn die jetzt hier unten sind, das wäre natürlich schlecht. Ich werde erstmal mit Chris nach hier gucken. Macht jetzt erstmal nicht den Anschein, aber so ganz traue ich dem Braten nicht. Okay, es ist auf jeden Fall erstmal niemand richtig nah. Hier. Weizenspam, vielen Dank für dein Follow.
Falls es Spam, bist du, magst du Jagged Alliance? Oder bist du auch einer aus der Forge of Empires Community, der jetzt entdeckt hat, dass ich gerade live bin? So. Okay, gut. Ich werde jetzt die Runde auch einfach mal rumgehen lassen, weil wir haben ja jetzt, wir sehen ja keine Gegner. Wir wissen, wir haben jetzt nochmal deutlich mehr Gegner bekommen. Und zwar insgesamt 8 weitere. Ach, du magst Jagged Alliance. Sehr schön. Ja, ich spiele Jagged Alliance 1.13. Kennst du das? Ah, sehr gut. Also, ich weiß nicht, wie viel du jetzt schon mitbekommen hast. Ich habe Jagged Alliance schon sehr oft gespielt. Es ist aber mitunter wirklich sehr, sehr lange her. Und ich glaube, vor 6 Jahren habe ich das letzte Mal... Weit sind Sie sicher nicht weg. Das letzte Mal 1.13 gespielt. Und ich bin auch relativ überzeugt von diesem Mod. Hier gibt es Mod, ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Da der halt einfach dem Spiel nochmal ein bisschen mehr Tiefe gibt, was die Waffen angeht. Und ja, schön, freut mich. Was die Waffen angeht und wie man damit umgehen kann. Also generell die Steuerung der Spieler. Aber es ist so, dass ich Jagged Alliance 2 noch nie durchgespielt habe. Also weder in der Originalfassung noch in 1.13. Also ich bin immer nur bis maximal zur vorletzten Stadt gekommen. Und mir ist eigentlich immer irgendwie mal was dazwischen gekommen. Bin bereit. Und das ist jetzt hier der, weiß ich nicht, wahrscheinlich so ungefähr der 15. Anlauf oder sowas, wie ich das Spiel neu starte, um es vielleicht dieses Mal durchzuspielen. Ja. Genau, und ich hoffe, also ich mache das halt jetzt im Stream, weil ich jetzt eben auch Twitch habe und ja, mir das Spaß macht, auch über Twitch zu spielen. Und ein bisschen was dazu erklären. Das habe ich eh schon mal gemacht bei YouTube, auf meinem YouTube-Account. Da habe ich schon mal einen Jagged Alliance 1.13 Videoreihe gemacht, aber die ist, wie gesagt, schon 8 Jahre alt. Ja. Und dann leider auch doch eingeschlafen, wie das immer so ist. Oder immer so war. Nicht, weil ich keine Lust mehr hatte aufs Spiel, sondern einfach privat um irgendwas dazwischen gekommen ist. Und das Spiel ist halt ein sehr zeitaufwendiges Spiel, wenn man das so spielt, wie ich zumindest. Ich gehe das relativ langsam immer an. Okay. Gut, soviel zum Meta-Thema. ich würde jetzt mal mit Fox und Grizzly und so weiter vorgehen, weil der ist halt sehr weit hinten und ich nehme an, die Verstärkung wird jetzt hier am anderen Ende da hinzugekommen sein. Und deshalb werden diese 8 Gegner, die sich jetzt noch hier eingefunden haben, vermutlich nicht hier auf Fox schießen, wenn ich jetzt mit ihr vorrenne. Ja, da war meine Einschätzung ja ganz richtig. Mal gucken, wie weit ich mit Ira komme. Nicht ganz so weit. Ja, ich gehe mal bis hier und duck sie da noch ab. Ja. Und Grizzly ziehe ich vielleicht bis hinter den Stein. Ja, das klappt. Sehr gut. Chris, guck einfach erstmal weiter. Ja. Und Trevor, für den Fall, dass sie doch hier unten sein sollten, bleibst du erstmal noch da. So, der ist jetzt zumindest mal näher gekommen, hat sich allerdings abgeduckt und verschwindet jetzt anscheinend wieder im Sichtschatten dieses Steins. So dass ich ihn mit Chris jetzt nicht mehr sehen kann mit seinem Fernrohr. Ja.
Okay, ja. Dann kann ich mit Ira ganz nach vorne. Hier. Chris, lass ich mal aufstehen. Verdammter Mist. Es ist aber auch nur noch der eine, der jetzt direkt hier vorne ist. Ja. Bis hier vorne will ich eigentlich nicht rennen. Das ist mir zu weit. Und auch hier oben ist mir zu gefährlich, weil mir dann die ja die potenziell nächsten Söldner, die hier sind, mich sehen können. Gut, dann werde ich erstmal mit Chris vielleicht hinter diesen Baum hier gehen. Rennen natürlich. Ah, es braucht 2 Runden. Alles klar. Sieht er noch einen zweiten? Den da unten. Der müsste vor einer Verstärkungstruppe sein. Dann gehe ich mal lieber runter. Und bewege mich dann schnellstmöglich hinter einen Baum oder so. Wie haben wir es denn? Noch eine Stunde habe ich Zeit. Okay. Gut, der müsste eigentlich von der Verstärkungstruppe sein. Das wundert mich jetzt aber, weil der jetzt ein rotes Hemd anhat und kein gelbes. Es wundert mich aber, dass sie dann schon hier sind. An der Stelle. Könnte auch sein, dass es noch einer von den anderen ist. Der einfach nur ein rotes Leibchen anhat. Oh. Nee, so wirklich aufmerksam scheinen sie nicht auf mich zu sein. Da kommt nochmal einer ins Sichtfeld. Der hat auch ein gelbes an. Nee, dann würde ich sagen... Nee, wie viel waren da noch übrig? Hier. Von meinen ursprünglichen. Ich hatte erst 7 Gegner. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 getötet. Dann waren noch 3 übrig sozusagen. Klar, dann waren noch 3 übrig. Und jetzt sind es wieder 8. Okay. Dann, Chris, rennst du noch ein Stück vor? Verdammter Mist! Verdammter Pfeffer. Aber zumindest... Zielobjekt in Sicht. Sehe ich jetzt mal richtig was? Okay, jetzt ist er hinter dem... Hinter dem Baum. Wäre natürlich nicht verkehrt, wenn ich jetzt hier noch Verstärkung vorbekomme. Mal kurz am Handy was gucken. Mal kurz schon ein bisschen zwischendurch Forge of Empires ernten. Denn eigentlich spiele ich vor allem Forge of Empires. Das ist halt ein Browser-Spiel, das kann man halt so nebenher besser spielen als Jagged Alliance, weil man da halt auch mal in 5 Minuten oder weniger ernten kann und dann einfach wieder den Alltag fortsetzen kann. Das kann man ja hier bei Jagged Alliance nicht so wirklich. Da muss man ja schon sich ein bisschen Zeit für nehmen, wenn man da spielen möchte. Ja, was mache ich jetzt mit Trevor? Es ist ein bisschen schade, dass er kein Fernrohr hat. Dann könnte ich ein bisschen einfach hier nach unten gucken, weil ich sehe ja die Straße nicht. Vielleicht krabbel ich mal ein bisschen vor mit ihm. Vielleicht einfach mal hinter den Busch. Der bietet natürlich überhaupt keine Deckung. Ist natürlich jetzt schon die Hoffnung, dass da keiner ist. Okay. So, und Gösli kann auch mal hinter den Baum hier noch. Ja, meinetwegen auch im gehockten Gang. Ira geht hier nach vorne. Falls sie denn jetzt näher kommen, wenn ich mit Chris einen Schuss abgeben werde. Im Moment scheinen sie immer noch nicht wirklich Interesse daran zu haben, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und ich fürchte auch, dass, wenn ich jetzt mit Chris zur Waffe wechsle, der nicht mehr in Reichweite ist. Hier. Der Gegner und ich den nicht mehr sehen kann. Schauen wir mal. Ah, doch.
Ich kann ihn sehen, aber er ist nicht mehr in Reichweite. Aber ich versuch's trotzdem mal. Einfach um auch die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und mach auch wirklich mal nicht mehr als das. Auch mit, ja, auch mit Trevor lege ich einfach mal nur an. Und mach nicht mehr. Ja. Weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Ob die jetzt angestürmt kommen. Ich vermute zwar, die machen einfach weiter ihr Ding. Und wuseln da rum. Also die KI in 1.13 ist schon deutlich besser. Aber sie hat auch ihre Mängel. Ja. Sie hat auch ihre Mängel. Okay. Hier. Sie mögen nicht. Nicht reden, gucken. Ach, mit dem Fernrohr, natürlich. Nicht reden, gucken. Er sieht trotzdem nichts. Gut, was soll's? Ja. Was soll's? Ich gehe mit Trevor weiter nach vorne. Nee. Es ist niemand auf dem Weg. Nee, es ist definitiv niemand auf dem Weg. Okay, dann werde ich mit Trevor aufschließen. Dann sind die alle weiter rechts. Dann sind die alle weiter rechts. Ah, die Deckung ist hier einfach mal so gut. Ich will die Deckung da eigentlich ungern aufgeben. Verdammter Mist! Hier. Ja, Unterbrechung. Das ist der Trefferradius, ja? Also in welchem Bereich die Kugel höchstwahrscheinlich landet. Das ist dieser Kreis. Und ich kann den Kreis ein bisschen näher, ein bisschen kleiner machen, indem ich mehr Aktionspunkte ausgebe für genaueres Zielen. Aber es ist ja auch noch deutlich mehr Platz um den Söldner. Verdammter Mist! Okay. Das war zu erwarten. Es klingt doch immer so ein bisschen, als hätte er einen Schalldämpfer mit seiner Waffe. Hat Chris einen Schalldämpfer? Yeah. Hat der da irgendwas dran? Der hat einen Schalldämpfer. Es war mir noch gar nicht bewusst, dass er einen Schalldämpfer auf seiner Waffe hat. Okay. Gut, Trevor. Dann kann Trevor vielleicht mal bis zu den Steinen vor. Hier. Ich schau nochmal. Ja, ich denke, das klappt bis zu den Steinen. Ja. Dann renne ich mal bis... Oder bis hinter den Baum erstmal. Alright. Okay. Bin bereit. Und da das hier einfach nicht funktioniert, dass die kommen, muss ich mit Fox auch näher ran. Gehe ich mit Fox hinter den Stein. So. Guckst du da lang und runter. Erstmal niemand da. Naja, war Quatsch, erst zu gucken und dann zu ducken. Ja. So, und Grizzly, Chris. Hier. Tja, ich werde einfach bis zu den Steinen vorgehen gleich. Wenn Trevor an den Steinen ist, werde ich mit den anderen nachziehen.
Und dann geht's weiter. Hier. Das ist viel zu weit weg noch. Also bis zu den Steinen kann ich, wenn die da jetzt sind, eigentlich recht sicher vorgehen. Die haben alle nur Pistolen. Deswegen ist es jetzt zumindest meine Annahme. Hier. Ach so, die wissen nicht, dass geschossen wird, meinst du? Okay, das ist natürlich möglich, das ist natürlich möglich. Hier. Ja, dann, das werde ich mal testen gleich. Ich gehe mal mit Trevor. Ja. Jetzt hinter den Steinen in geduckter Art und Weise. Ist auch nicht, dass die eine Unterbrechung kriegen. Ich werde jetzt mal nächste Runde mit Trevor einen Schuss abgeben. Vielleicht ist es dann tatsächlich so, dass sie kommen. Yep. Aber ich ziehe trotzdem alle mal so ein bisschen vor. Ja. Weil sonst steht jetzt Trevor so relativ alleine vorne. Ach, da kann er sich nicht ducken. Schlechte Stelle. Ja, dann geh lieber hinter den Busch hier. Okay. Aber jetzt kommt er wirklich nah ran hier, hier der Rote. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Jetzt kann ich mit Chris mal auf den Roten. Ach, der sieht den Roten gar nicht. Wen sieht der denn? Er sah den, als er noch in die Richtung geguckt hat wahrscheinlich und das Fernrohr in der Hand hatte. Ja, gut. Es kann sein, dass sie einfach gar nicht wissen, dass ich geschossen habe, ja. Hier. Yep. Aber so ein Busch bietet ja auch überhaupt keine Deckung. Da wird ja wohl jetzt keine Kugel dran abprallen, wenn ich jetzt mich hinter den Busch verstecke. Aber ich habe jetzt im Moment nichts anderes bis zu den Steinen. Yep. Oh, fucking hell. Ja, drei sind recht viel. Schieße ich auf die? Nee, ich schieße auf den hier vorne. Das ist auch in Reichweite des Gewehrs. Ja gut, hat nicht geklappt, aber das sollte hörbar gewesen sein. Würde ich jetzt mal sagen. Also entweder ich sehe sie nicht oder sie sehen mich nicht. Ja. Zeit für ein Kämpfchen. Zeit für ein Kämpfchen. Du hast so wenig Aktionspunkte. Hier. Nächste Runde. Okay, doch, sie kommen. Sie kommen. Sie kommen näher. Kommt in Reichweite von Chris. Das versuche ich natürlich. Der ging daneben. Noch ein Versuch. Der ging auch daneben, aber das sollte ihn erstmal ein bisschen eingeschüchtert haben. Ja. Nee, Grizzly. Ja. So, Chris müsste ihn ja immer noch sehen. Dann werde ich mal mein Bestes mit ihm geben. Das Einzige, was mich so ein bisschen wundert, ist, warum die Kugeln so langsam fliegen.
will nicht. Yep. So, Trevor, jetzt musst du. Ah, hell's bells! Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Jetzt ist er erstmal geduckt, hat er nochmal Aktionspunkte verloren. Aber du kannst nicht mehr schießen. Aber niemand sieht dich. Niemand sieht dich. Alles gut. Ja. Die kommen jetzt in Reichweite von den anderen, wenn sie näher kommen. Ja. Zum Beispiel von Grizzly. Verdammt. Na, der Treffer war schon mal gut. Der wird Trevor jetzt erstmal nichts mehr tun. Ja, gut. Die Unterbrechung hilft jetzt nicht mehr. Ja. Ja. So. Jetzt aber Trevor. Oh, fucking hell. Die sind auch alle noch relativ weit weg. Ja, du musst schon auch mal treffen, Trevor. Oh, shit. Die Waffe ist leer. Mhm. Macht's nicht besser. Das ist zu teuer. Gut, Grizzly. Ja. Walte deines Amtes. Der sitzt aber auch ein bisschen blöd hinterm Stein. Und Grizzly ist nicht davon überzeugt zu treffen. Hier. Chris vielleicht schon eher. Ja. Super. So, und die sind zu weit weg. Grizzly sieht die alle. Aber sie sehen ihn. Wahrscheinlich auch. Ah, nicht ungefährlich. Nicht ungefährlich für Grizzly. Okay. Aber der hält was aus. Bin bereit? Der ist ja ein Schrank. Die deutsche Sprache ist ja gut. Wie meinst du das? Von den Charakteren, hast du es sonst auf Englisch gespielt? Hier. Chris, neue Chance für dich. Hervorragend. Verdammt. Also ich habe das Spiel halt angefangen zu spielen, da war ich noch relativ jung. Hier. Ich schätze mal so... Na, wie alt war ich denn? So jung kann ich ja nicht mehr gewesen sein, wenn das Spiel von 99 war. Wie alt war ich 99? 99 war ich 15, 16. 16. Aber es kann sein, dass ich die Demo damals gespielt habe mit 15. 98, weil ich habe die Demo-Version irgendwann gespielt. Und fand die so genial, dass ich danach das Originalspiel haben wollte. Yep. Und mir geholt habe. Es könnte sein, dass Ira irgendjemand anders trifft, wenn da so viele sind. Bin bereit. Und ja, da war das natürlich eine deutsche Demo-Version, die ich damals gespielt habe, weil ich auch jetzt nicht so wahnsinnig gut Englisch konnte damals. Also ich kann inzwischen schon recht gut Englisch, auch einfach berufsbedingt.
Also ich könnte es jetzt schon auf Englisch spielen. Na, ich weiß gar nicht, ob man bei der Installation einstellen kann, ob das Deutsch oder Englisch ist, aber ich denke mal schon. Aber ich habe immer Deutsch angehabt. Und das ist auch schon eine recht alte Installation hier auf dem Rechner. Beziehungsweise auf der Festplatte, muss man eher sagen. Weil der Rechner hat sich, glaube ich, inzwischen erneuert. Aber die Festplatte, da habe ich die von einem älteren Rechner drin. Und das wird ja jetzt mit dem RAM jetzt eh alles größtenteils im RAM ablaufen, nehme ich mal an. Mayday. Mit dem großen RAM. Yep. Ja, die vielen Bin Unterbrechungen bereit. nützen mir aber jetzt an der Stelle nicht mehr viel. Bin bereit. So. Okay. Guter Treffer. So, wer sieht noch jemanden? Grizzly sieht viele. Trevor sieht auch ganz gut. Yep. Trevor muss erstmal nachladen. Dann würde ich fast sagen, soll er das so machen? Dreht er sich und gibt einen Schuss ab. Ich hoffe nur, er bleibt auch liegen. Oh, fucking hell. Jetzt hat es, jetzt ist es, glaube ich, verspielt. Jetzt ist es, glaube ich, verspielt. So. Da reichen jetzt die Actionpunkte nicht Ja. mehr. Oh, dann soll sich mal Grizzly dran versuchen. Vielleicht trifft er hier den Großen. Das soll es auch erstmal sein. Hier. Und Chris ist zu weit weg. Also ein bisschen Deckung bieten ja auch die Felsen in der Entfernung, ne? Müsste ja eigentlich so sein, wenn er jetzt näher rankriecht. Ich habe Angst. Ja, die werden schon kommen. Bin bereit. Man kriegt Fox eine Unterbrechung. Ich muss sie sich, glaube ich, drehen für. Nicht so gut. Was soll's. Dafür war es ein wirklich guter Treffer. Bin bereit. Ja, die Actionpunkte fehlen jetzt. Hier. Okay, mit dem oberen müssen wir jetzt aufpassen. Der kommt nämlich Fox jetzt nah. Und niemand anderes sieht ihn. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? Noch fünf, noch sechs. Sechs. So, Ira sieht ihn aber auch. Das ist schon mal gut. Auch wenn die Schüsse daneben gehen. Das hilft auch alles. Achso, das ist nur eine Unterbrechung für Sie. Ja. Kann ich mit Ira gleich nochmal versuchen, den zu beschießen? Ihn einzuschüchtern, der ist irgendwie in Deckung. Also Meine Knarre ist leer. sie schießt gar nicht Bin schlecht, glaube bereit. ich. Glaube eher, dass sie ihn nicht treffen kann, weil er hinter einem Baum ist. Ich denke, das war jetzt sehr gut. Hier.
Der ging daneben. Grizzly sieht ihn aber auch noch. Der sieht auch den anderen da noch. Aber auf den kann er nicht schießen. Aber der lässt sich nicht beirren, der hält die Stellung. Okay, und Trevor? Ja. Trevor sieht ihn auch. Leider alle zu tief. Ja. Ja. Da habe ich jetzt auch zu wenig Actionpunkte, um auch was zu machen. Und ich habe leider auch keine Granaten, die würden sich hier sogar schon anbieten. Bin bereit. Ich schau mal, ob ich mit Fox vielleicht den hier jetzt aus dem Rennen nehmen kann. Soll wohl nicht sein. Und Ira wird ihn nicht treffen. Erneut. Egal, wir machen Unterdrückungsfeuer. Okay. Ja. Muss nachladen. Dann mach das und bleib dabei. Moment mal. Ja. Wir versuchen es nochmal mit Trevor, weil der könnte vielleicht auch den anderen treffen. Jetzt hat sie ihn zumindest. Okay, das dürfte auch den anderen. Ja, hat ihn auch beeindruckt. Okay. Gut, wer sieht denn den da? Wahrscheinlich Grizzly? Ja. Ja. Okay. Egal, das werde ich jetzt nicht versuchen, mit Grizzly auf ihn zu schießen mehr. Ja. Da fehlen jetzt auch die Action Punkte. Kommt ein weiterer. Ja. Also 4 sind im Sichtfeld von den 6. Hier. Der hat sich dann doch ganz schön dicht dran getraut, würde ich sagen. Ja. Also die Waffe ist nichts für ihn, glaube ich. Die Waffe ist, glaube ich, echt nichts für ihn. Ja. Der schrotet da immer nur mit rum. Bin bereit. Fox. Perfetto. Fantastisch. Ach, Ira kann ihn auch sehen. Ich glaube, der ist jetzt erstmal bedient. Sehr gut. Das gefällt mir. Das gefällt Ara. So, und Grizzly hat noch alle seine Actionpunkte. Wenn der jetzt hier näher kommt, dann wird Grizzly sehr wahrscheinlich eine Unterbrechung bekommen. Wenn er jetzt hier am Stein vorbeigeht. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, mit der kann man nicht zielen. Also ich habe schon versucht mit dem Mausrad, aber ich kann es gerne gleich nochmal versuchen. Ja. Du bekommst umsonst ein Video von mir. Hast du gerade in meinen Kanalpunkten geguckt, Diamantrex? Ja. Ja. Es kommt drauf an. Also wenn du mir einen guten Vorschlag machst zu einem FOE-Thema, dann mache ich dir vielleicht auch umsonst ein Video. Aber dann muss ich halt selbst davon überzeugt sein. Ich habe auch noch ganz viele es muss ein FOE-Thema sein. Diamantrex. Okay, der ist aus dem Rennen, der stirbt.
Demnach haben wir nur noch drei Gegner. Weil jetzt wird bestimmt niemand hier angerannt kommen und den verbinden, nehme ich mal an. Für die beste Gilde der Welt, ein FOI-Thema, okay. Ja. Ja, sowas könnte man zum Beispiel machen. Sowas wäre, denke ich, aber eher so eine Kanalpunkte-Geschichte. Oh, fucking hell. Oh. Hier. Da muss ich jetzt mal reingrätschen, weil ich glaube, der sieht den Trevor zwischen den beiden Steinen. Hier. Okay, er kommt ihm nur bedrohlich nah, aber schießt nicht auf ihn. Sehr schön. Yep. Trevor. So, Trevor, okay. Ja, doch, mit dem Mausrad kann man noch zielen. Hast recht. Aber vorhin ging das nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht, wie. Also ich muss da eh noch ein Maß für finden, Diamantrix. Wie viel. Ach. Also ich hoffe mal, Chris hat ihn genug getroffen und er ist jetzt genug verängstigt, dass er jetzt Trevor nicht killt. Grizzly sieht ihn nicht. Yep. Ira kann noch mal Schießübungen hier machen auf den Sterbenden. Das gefällt mir. Zu gut gemacht. Es gibt schon ein Gildenvideo? Bei wie vielen FP? damit kannst du mich nicht rumkriegen, Diamantrix. Yep. Yep. Ich habe doch in FOE schon alles, was ich wollte. Ich habe auf W eine perfekte Gilde. Naja, wenigstens einer davon hat getroffen. Vielleicht. Hab dich, du Hundswort. Vielleicht der Schuss, den er zu viel abgefeuert hat. Und es sind noch zwei. Ja. Und einer dabei, der beiden, hat anscheinend auch schon einen Treffer abbekommen, denn er hat gerade einen Laut von sich gegeben. Ein Schmerzenslaut. Ja. Dann werde ich mit Chris nochmal gucken. Auf 180. Aber das dauert doch auch 30 Jahre. Hey, meinst du wirklich 250.000 Kanalpunkte sind 30 Jahre? Oder ist es jetzt nur... ist es jetzt nur ein educated guess? Wir haben noch nicht alle abserviert. Dass mir also keiner unvorsichtig wird. Okay. Irgendjemand blutet hier. Und wird von seinem Kollegen nicht verbunden. Das ist äußerst unfair, muss ich sagen. Du hast schon 200.000 zusammen. Auf was sparst du, Thyraval? Hier.
Ja, sie streamt schon öfter als ich. Die Josie. Aber... Bin bereit? Ja, es hängt halt davon ab, wie... Also ich streame ja jetzt auch ein bisschen öfter zumindest schon mal. Yep. So, Chris. Hier. Yeah. Guck mal nochmal hier lang. Auch nichts zu sehen. Dann schauen wir nochmal nach unten. Auch nichts zu sehen. Stell dich mal hin. Siehst du besser? Nee. Okay, die sind jetzt also anscheinend weiter hinten. Und bewegen sich ja anscheinend auch nicht auf mich zu. Von daher, nicht, dass die hier noch den Sektor verlassen. Ne? Kann ja auch passieren. Ich stelle mal alle wieder auf Stealth. Hier. Und drücke einfach insgesamt ein Stück weit vor. Yep. Okay. Bin bereit. Yep. Ist gut. Yep. Hier. Du behältst dein Fernrohr auf. Yep. Die Vogelpost. Ja. Bin bereit. Hans spricht nicht mehr mit dir, Diamantrex. Aber spricht er nur noch mit Moderatoren oder? Also ich habe es nicht versucht, mit Hans zu spammen. Ja. Aber wäre jetzt eh nicht meine Intention. Was ist das? Warum drücke ich eigentlich immer auf den Mund? Was ist das? Okay, hier sind die überall nicht. Ich habe keine Lust mehr, ehrlich gesagt, auf diesen... Bin bereit? Ich mache es jetzt so. Ich speichere und dann werde ich mal mit allen vorgehen. Und wenn es jetzt hier grob schief geht... Chris ist ja vorne. Okay. Ja, zumindest sollte ich durchs Dickicht gehen. Ja. Vielleicht kann sie dir Kanalpunkte einrichten, dass du dir deine Hansrechte wieder zurückholen kannst. Toll. Oder du musst einfach nur versprechen, dass du nicht damit spammst. Ich weiß ja nicht, warum dir der Hans entzogen wurde. Also ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Okay, der ist gesund. Der war es also nicht. Aber sie sind dann wohl hier unten. Und da komme ich auch schlecht hin. Ohne, da kriege ich... Hallo Samson. Du Tee-Geek. Du magst wohl Tee. Ah, wegen kleiner 3. Ja, kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3, kleiner als 3. Guten Abend. Bin bereit. Okay, er ist noch in Deckung und ich denke nicht, dass der jetzt hier auf mich zukommen wird. Hier. Da ist derjenige, der schon was abbekommen hat und der fleißig vor sich hin blutet. Ich gebe einfach mal einen Schuss auf ihn ab. Der Schuss kriecht in seine Richtung. Der trifft definitiv nicht. Aber vielleicht... Hier.
schreckt es sie zumindest auf. Bin bereit. Dann kann ich auch den Stealth-Mode wieder ausmachen. Ich gehe einfach vor und leg mich hin und ja. Hoffe. Oh. Ja. Schon einen Fehler gemacht? Egal. Egal. Was soll schon passieren? Die sind eh noch viel zu weit weg. Die sind noch viel zu weit weg. Hier. Ja. Aber ich habe hier wirklich überhaupt keine Deckung. Das ist halt das Problem. Yep. Schauen wir mal. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass sie jetzt angestürmt kommen auf einmal. Yep. Wenn die sich da in ihrer Ecke so verkriechen. Yep. Ich glaube einfach, die haben etwas ja. Angst. Trauen sich aber auch nicht wieder zu gehen. Weil sie dann von Dade Runner Ohrfeigen bekommen. So verflixt. Na, geht doch. Geht doch. So wie der arme... wie heißt er? Vergessen. Yep. Leider vergessen. Der heißt nicht Enrico und der heißt nicht Miguel. Hier. So, jetzt siehst du ihn auch. Er ist schon angeschlagen. So. Ja. Jetzt traut er sich nach vorne ja. sogar. Der hätte sich lieber in Deckung ja. begeben sollen, denke ich. Bin bereit. Ach, Fox sieht ihn jetzt nicht mehr. Ja. Naja, immerhin das. Keine Muni mehr. Operation gelungen. Patient tot. Okay, aber an yep. der Stelle keine Muni mehr zu haben, ist auch nicht besonders schlimm. Yep. Und ich nehme an, der letzte wird dich jetzt yep. trotzdem nicht raustrauen. Yep. Hier. Verstanden. Nein, 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 Chris, nein. Ja. Ich muss mich ja. an die Leertaste gewöhnen. Yep. Hier. Ja. Zum Durch. Bin bereit. Yep. Hier. Durchklicken. Hier. Ja. Okay. Verstanden. So. Da ist er. Da ist er ja. Noch ein. Noch ein. Trifft nicht. Ja. Yep. Bin bereit. Zieht sie ihn auch. Ich brauche Ammo. Oh. Naja, dann hockt sie einfach. Yeah. Der macht eh nichts mehr. Der macht eh nichts mehr. Außer abhauen. Yeah. Und jetzt haut er vielleicht wirklich ab. Bin bereit. Ja. Jetzt haut er nämlich vielleicht wirklich ab.
Ich habe bei Chris wieder vergessen, den Rucksack abzulegen, deswegen ist er so langsam. Hier. Ja. Hat er den Sektor schon verlassen? Nee, hat er noch nicht, aber... Das können die jetzt nämlich in 1.13, dass sie... Oh, ja. Fucking hell. Okay, er ist noch nicht weg, aber yep. Er stürmt Richtung Sektorgrenze. Ja. Yeah. Mal schauen, ob ich den noch kriege. Yep. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Warum steht es hier nicht? Was der gesagt hat im Log. Ich konnte es so schnell nicht lesen. Ich kann es ja im Stream pausieren an der Stelle. Und dann nochmal nachgucken. So, Ira. Alle Hoffnung liegt auf dir. Nee. Du kannst ihn ja mit der Waffe nicht mal... Ach, das ist eine Unterbrechung. Yep. Aber er ist noch nicht raus. Shit! Meine Knarre ist leer. Meine Knarre ist leer. Okay, Ara hat nicht mal mehr Munition. Das ist natürlich ungünstig. Da müssen wir mal gucken. Bereit. Wir haben nämlich, glaube ich, auch keine weitere Waffe mehr, generell. Hoffentlich. Okay, das sah aus, als würde es daneben gehen. Das war's dann mit den Zielobjekten. Die letzten in diesem Sektor. Müssen wir mal gucken, ob wir Munition... finden. Bin bereit. Für Iras Waffe. Ich glaube, das wird jetzt alles automatisch gefunden. Da liegt noch eine Pistole auf jeden Fall. Okay. Also im Zweifel. Okay. Im Zweifel ist das kein Problem. Ja, das wird, glaube ich, automatisch aufgedeckt, was die fallen lassen. Und dann können wir Ira wieder ausstatten. So, was haben wir denn jetzt hier? Eine Viking. Das ist auch mal 9x19. Ja, dann kriegt ihr halt eine Viking, würde ich sagen. Ich hätte ja gerne als nächstes der Fox wieder ihre zweite Sig Sauer zurückgegeben, aber... Ja, aber... Tja, dann geht's nicht. Dann geht's nicht, dann muss hier Ira erstmal... die Viking nehmen und wir müssen gucken, ob wir für die, die 38er Special neue Munition bekommen und ich glaube, die 9x18 kann ich nirgendwo verwenden. Die hat noch niemand, aber ich nehme sie trotzdem mit. Nehme sie natürlich trotzdem mit. Weil man weiß ja nie, ob man sie vielleicht bald brauchen kann oder im Zweifel auch verkaufen kann. Okay, gut, wie spät haben wir es denn jetzt? Jetzt haben wir es 23.16 Uhr, das ist eigentlich ein guter Punkt, um aufzuhören. Und jetzt nochmal bei Forge of Empires reinzuschauen. Und da auch nochmal zu streamen. Und dann würde ich beim nächsten Mal weitergehen Richtung Drassen, den Rest. Und an der Stelle speichere ich nochmal hier in dem richtigen Slot. Genau, um den ersten Auftrag da zu erfüllen. Es ist ja jetzt nicht groß was passiert. Wir haben ein paar Erfahrungspunkte angesammelt. Das sieht man hier in diesen, an diesen Leisten. Da kommen so... die Leisten werden einfach voller und irgendwann sind sie ganz voll und dann hat beispielsweise Grizzly 80 Trefferchance. Und alle haben jetzt hier ein bisschen was hinzugewonnen.
Mehr als drei Welten schaffst du nicht, ja? Genau, also von daher würde ich sagen, ich höre jetzt mit dem Jagged Alliance Stream auf und ich hoffe, ich brauche nicht so lang, bis ich den wieder fortsetzen kann. Eigentlich kann man sich ja am Abend einfach mal hinsetzen, aber das funktioniert halt, ist halt schwierig. Wenn meine Frau halt hinter mir arbeitet, dann will ich die halt nicht stören. Und aber vielleicht geht es, weil sie hat jetzt Ferien. Vielleicht geht es jetzt die Tage und dann kann ich auch Jagged Alliance weiterspielen, weil ich habe auf jeden Fall total Lust drauf. Und ich hoffe, den Forge of Empires Fans unter euch, die finden es auch nicht uninteressant. Gut, aber von daher würde ich jetzt an der Stelle mal sagen, ich beende Jagged Alliance. Schön, dass du Weizenspam auch reingeschaut hast, so als echter Jagged Alliance-Fan. Und geh jetzt mal wieder. Braucht man nicht speichern. Ich brauch mal ein richtiges Bild, was so eine Stream-Ankündigung macht. Für die verschiedenen Spiele. Genau. Ich lasse jetzt den Stream einfach mal laufen. Und schalte gleich mal. Wobei, geht das überhaupt? Dann ist er ja weiterhin falsch kategorisiert, oder? Wenn ich den jetzt umschalte. Also wenn ich den... Ach nee, ich muss ihn eh unterbrechen. Ich muss den Stream unterbrechen wegen... Wegen... Nö, jetzt ist das ganze Bild zu sehen. Okay. Okay, dann geht's vielleicht doch. Mal schauen. Dann schiebe ich jetzt hier Forge of Empires. Ach nee, das ist... Nee, die Auflösung ist kacke. Das kann ich euch nicht antun. Nee, dann muss ich den Stream einmal kurz unterbrechen und das Profil ändern hier bei beim Studio. Und dann komme ich wieder online mit Forge of Empires. Weizenspam, danke fürs Follow. Kannst ja gerne gleich nochmal schauen. Vielleicht findest du das auch nicht uninteressant, dass den anderen Stream, also Forge of Empires dann. Ich mache halt auf YouTube Forge of Empires Videos schon relativ lange und bin dadurch auch in Kontakt mit so einigen Streamern gekommen und im Prinzip ist es die Freaky Family, die sich so, also es nennt sich so, also Freaky Family und das sind ist eine Reihe von Forge of Empires Spielern, die sehr aktiv sind bei Josie und Pi, das sind auch die Personen, über die zwischendurch geschrieben wurde und geredet wurde. Und Jockel ist auch einer von denen. Und wir haben uns so ein bisschen dran gehängt. Ja, Fake Freaky Family. du mit deiner Konkurrenz. Hey, wir sind doch alle eine große Freaky Family. Huh? Auch wenn die nicht in deiner Guild of W sind. Ich bin ja da. Okay, deswegen schalte ich den Stream jetzt mal kurz ab und stelle um auf das andere Profil für Forge of Empires und bin dann gleich wieder da. Danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen und vielleicht bis gleich.